Salvete, cari discipuli. Hier ist euer Lateintutor Radetzky. Heute lautet das Thema Übungen des Gerundiums. Dazu brauchst du folgendes Vorwissen. Du musst die Nominalformen Infinitiv und Gerundium kennen. Formen und Syntax des Gerundiums, auch bei den Verba anomala, sollten dir bekannt sein. Ferner musst du natürlich die Deklination und Konjugation aller Klassen beherrschen. In der ersten Abteilung der Vorübung zum Verständnis des Gerundiums fangen wir mit Fragen und Übersetzungen an. Und los geht's. Definiere und übersetze die Form pugnandi. Du wirst sicherlich bei jeder Übung etwas Zeit zum Überlegen brauchen. Deshalb drücke die Pause-Taste und überlege in Ruhe. Wir haben jetzt hier mit dem Genitiv Singular Neutrum des Gerundiums von pugnare zu tun. Die Übersetzung lautet des Kämpfens. Jetzt geht's nur ums Übersetzen. Übersetze folgende Ausdrücke auf verschiedene Weise. Modus vivendi. Drücke auf die Pausentaste und überlege. Deine Antworten müssten in etwa so aussehen. Die Art zu leben, die Lebensweise, die Art des Lebens. Nächstes Beispiel, Tempus aperundi. Aperundi kommt von der Grundform abire. Nach einer Pause. Müsstest du folgende Lösungen haben. Zeit des Weggehens, Zeit wegzugehen. Wenn du eine andere Bedeutung von abire nimmst, dann könnte das heißen Zeit der Abreise. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com